Wie du deine Matrix hacken kannst, erfahre von Eraon, dem Kommandeur des Galaktischen Rates von Andromeda, Weisheiten, die dich weiterführen und dein Leben bereichern können. In diesem Podcast wird er dir sein Geheimnis verraten. In einer Welt, die oft von sichtbaren und unsichtbaren Strukturen geprägt ist, mag der Gedanke, die Matrix zu hacken, wie ein Ruf nach tieferem Verständnis und Veränderung klingen. Es geht darum, die verborgenen Mechanismen des Lebens zu erkennen und zu nutzen, um ein erfüllteres, bewussteres Dasein zu führen. Hier ist ein Wegweiser, wie du die Matrix auf spirituelle Weise durchdringen und deine eigene Realität meisterhaft gestalten kannst. Mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Buchautorin, Heilmedium und lasse dich heute an meinen Weisheiten und an meinen Kontakten zu Andromeda teilhaben. Punkt 1. Erkenne deine Macht, denn du bist nicht nur ein Tropfen im Ozean der Existenz, sagt Eraon, der Andromedaner. Du bist der Ozean in einem Tropfen. Dein Bewusstsein, deine Gedanken und Gefühle haben die Kraft, deine Realität zu formen. Beginne damit, dich als Schöpfer deines Lebens zu sehen und nicht als Opfer der Umstände. Punkt 2. Verbinde dich mit deiner inneren Quelle, sagt Eraon. Tiefe Meditation und Achtsamkeitspraktiken öffnen die Türen zu deinem inneren Selbst, dem Ort unendlicher Weisheit und Ruhe, in dem du regelmäßig in diesem heiligen inneren Raum eintrittst. Stärkst du deine Verbindung zum Universum und zu deiner wahren Essenz. Die Wesen von Andromeda werden dich unterstützen. Punkt 3. Hinterfrage stets die Realität. Hinterfrage das, was man dir sagt und zeigt, sagt Eraon. Die Matrix besteht aus Glaubenssystemen, sozialen Strukturen und kollektiven Annahmen. Indem du beginnst, Fragen zu stellen und die vorgegebenen Narrative zu hinterfragen, erweiterst du deinen Geist und öffnest dich für neue Möglichkeiten und erkennst so, wo du von der Matrix gefangen bist. Punkt 4. Nutze die Kraft der Intention, sagt Eraon. Setze klare Absichten für dein Leben. Deine Intentionen sind wie Samen, die du in das Feld des Universums pflanzt. Pflege diese Samen mit positiven Gedanken, Gefühlen und Handlungen und beobachte, wie sie in deiner Realität Wurzeln schlagen und wachsen. Punkt 5. Lebe bewusst, sagt Eraon, denn jeder Moment ist eine Gelegenheit, bewusst zu wählen. Entscheide dich für Liebe anstatt für Angst, für Vertrauen statt für Zweifel. Indem du bewusst lebst, gestaltest du aktiv deine Realität und löst dich von den unbewussten Mustern, die die Matrix aufrechterhalten. Und meistens sind dies negative Energien. Punkt 6. Verbinde dich mit Gleichgesinnten, rät dir Eraon. Der Weg des Erwachens ist ein gemeinsamer Weg. Finde deine Seelenfamilie, jene Menschen, die ebenfalls die tiefere Wahrheit des Lebens erkunden möchten. Denn zusammen könnt ihr ein starkes Netzwerk des Lichtes und der Liebe erschaffen, welches die Matrix von innen heraus transformiert. Und dies geschieht immer über die Liebe. Punkt 6. Sei du der Wandel, sagt Eraon. Verkörpere die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Durch deine Handlungen, deine Worte und deine Präsenz kannst du eine Welle positiver Energie auslösen, die weit über deine persönliche Sphäre hinausgeht. Lass nun diese 7 Punkte in dir und in deinem Herzen ein wenig ruhen und schaue, wie du Punkt für Punkt nacheinander befolgen könntest. Das Hacken der Matrix ist letztendlich ein spiritueller Pfad der Selbstentdeckung.
der Ermächtigung und der bewussten Schöpfung. Es ist eine Einladung, über die Begrenzungen hinauszugehen und ein Leben voller Wunder, Freude und unendlicher Möglichkeiten zu entdecken. Eraon sagt, erinnere dich daran, dass du ein unendliches Wesen mit der Fähigkeit bist, deine Realität zu gestalten und das kollektive Bewusstsein zum Besseren zu verändern. Er sagt, beginne jetzt, was hält dich zurück? Um noch mehr von Eraon zu lernen und Teil der kosmischen Wende zu sein, melde dich unbedingt zu dem Webinar an und beginne deine Reise mit Kommandant Eraon. Der kosmische Wendepunkt wartet auf dich. Sei bereit, das neue Wissen zu entdecken, das die Zukunft prägen wird. Unter dem Podcast findest du einen Link, wo du dich anmelden kannst. Wenn du noch mehr solche wunderschöne Botschaften und Podcasts erhalten möchtest, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke betätigen. Teile diesen Podcast, damit noch viele Menschen davon erfahren, wie es möglich ist, die Matrix zu hacken. Ich danke dir, dass du heute hier warst und wünsche dir alles Liebe. Deine Monika Nirjana.